The 11th chapter of the book of Revelation speaks of two witnesses. Who are they? Nämlich Offenbarungsbrief 11 spricht von zwei Zeugen. Wer sind diese? If you read Revelation 11, is actually speaking predominantly of two witnesses. Wenn man Offenbarungsbrief 11 liest, dann da geht es hauptsächlich um zwei Zeugen. Because throughout Scripture you realize that there are two witnesses that actually testify of, you know, the person of Christ. Und wenn man die Schriften hindurch schaut, da findet man zwei Zeugen, also die Christusbildzeugen. Points to Christ. It points to the one that is to come. It points to the one in whom all are supposed to identify to and look onto and emulate and, you know, hold as their ideal. Und die zwei Zeugen sind wie Wahrzeichen. Sie zeigen auf Christus. Ja, sie sind einfach mal diesen Hinweisschilder. Sie zeigen auf denjenigen, der erscheinen soll. And of course, when you read Revelation 11, you realize that there is a battle against these two witnesses, you know, to actually, you know, annul or stop their testimony. Und wenn man Offenbarungsbrief 11 liest, da stellt man fest, es gibt wirklich Widerstand gegen diese zwei Zeugen, damit sie nicht bezeugen können. These two witnesses are actually is a reference to the law and the prophets. Und diese beiden nehmen Bezug und zwar auf das Gesetz und auf die Propheten. It's a reference to the law. You see, the law and the prophets. Es nimmt Bezug auf das Gesetz und die Propheten. You know, when we talk about the law, we are actually making reference to Moses. Wenn wir über das Gesetz sprechen, dann sprechen wir über Mose. When we talk about the prophets, we are talking about Elijah, that embodies the whole of the prophetic. Wenn wir über die Propheten sprechen, dann sprechen wir über Elia, der auch die Propheten verkörpert. This is something that we need to understand that goes predominantly through Scripture. Und genau das ist etwas, was wir begreifen müssen, was überwiegend in der Schrift vorkommt. We can see that in Luke 24, the verse number 27. Lukas 24, wir finden das in Vers 27. Now Jesus, and beginning at Moses and all the prophets, you see here the verses beginning at Moses, that is one, and all the prophets, this is the second witness, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Vers 27, Lukas 24, und von Mose, ja, das ist der erste Zeuge, und von allen Propheten, das ist der zweite Zeuge, anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Because the scripture is a testimony of Christ. And so we have these two testifiers, if we can put this way, these two witnesses. And here Jesus himself, after his resurrection, he was walking on the road of Emmaus and he met his disciples. And there he was explaining to them, expounding the scripture. Then he uses the two witnesses, Moses and all the prophets. Und dementsprechend ist es so, dass nämlich als Jesus auf dem Weg, und zwar zu Emmaus war, da hat er zwei diese Jünger getroffen und er hat ihnen, und zwar sich selbst, durch die Schriften erläutert. Es ist wichtig, hierbei zu begreifen, dass die Schriften bezeugen Christus. Die Schriften zeigen ganz klar, dass Christus die Botschaft ist. Okay, because these two, they point to Christ as our idealness. They point to Christ as the culmination of man's purpose and destiny. So everything that man will
ever be. He's designed, you know, his strength, his attributes, they are all found in one. So these two are not that which we are to concentrate on and focus on. No, they are witnesses pointing to Christ. Und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, dass die zwei Zeugen in Offenbarungsbrief 11, das sind Zeugen, die auf Christus hindeuten. Sie sind nicht der Fokus, sondern sie deuten auf Christus hin. And so you see that in Matthew 17 also, in the, on the mountain of transfiguration, when Jesus went, you know, up the mountain, and as he prays, you know, the Bible says that there appear in his presence Elijah and Moses. So here is still the backing of this concept in the life of Jesus, where these two witnesses also stood, you know, there in the presence of Christ, pointing onto the fact that it's all about Jesus. Dementsprechend ist es wichtig hier zu sehen, dass in Matthäus 17, wo es um die Verklärung Jesu geht, da sehen wir auch zwei Zeugen, nämlich Mose und Elia. Und was haben sie getan? Sie haben bezeugt. Ja? Die haben Jesus Christus bezeugt. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass diese beiden waren da, um zu bezeugen, dass Jesus der Christus, aber nicht nur das, sondern sie sind da auch zu bezeugen, das, was er durchgehen sollte. And so we see another verse here. I want us to read that in Romans 3, the verse number 21. In Römer 3, Vers 21, das möchte ich, dass wir bitte lesen. It says, but now the righteousness of God without the law is manifested. You know, of course, we understand that the righteousness of God is Christ. You say, Jesus is the righteousness of God. So we are the righteousness of God in Christ. So Christ is the embodiment of the righteousness of God. And so Paul says, now the righteousness of God without the law is manifested. So being witnessed by the law and the prophets. Dementsprechend steht hier geschrieben, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes, also ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit. Und es ist wichtig, dass Jesus Christus stellt die Gerechtigkeit Gottes dar und der ist auch in uns. Also ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit ist offenbart worden, bezeugt, jetzt geht's los, bezeugt und zwar durch das Gesetz und die Propheten. So if you read the account of Revelation 11, it is actually mentioned that the two witnesses, you know, were killed and after they were revived by the breath of God. It is simple. It shows to us that these two witnesses, whenever they point onto Christ, you see, that which is not Christ-like, that which is antichrist, will always go against them, you know. But they are revived. They come back to life. The law and the prophets comes back to relevance, you know, through their Christ, through Christ being established. You see, when Christ's glory is established, you realize in the mountain of transfiguration, we see Moses and Elijah representing the prophets appearing. So what does that tell us? It tells us that the law and the prophets gains relevance, becomes, you know, significance to us, gives to us meaning through Christ. So the glory of these two comes back to life through Christ. Dementsprechend haben wir auch gesehen in Offenbarungsbrief 11, dass diese beiden Zeugen sind letztendlich gestorben, aber durch den Atem Christi sind sie wieder zum Leben auferweckt. Das ist ganz einfach. Nämlich da, wo das Gesetz und die Propheten, da wo diese zwei, ja, und zwar Christus bezeugen, was geschieht, da gibt es immer Gegenwehr, da gibt es immer Feinde, da gibt es immer, also ich sag mal so, da gibt es immer Widerstand. Doch der Punkt ist, dass dieser Widerstand wird überwunden und zwar durch Christus. Das heißt, für uns, ja, für uns hat das Gesetz und die Propheten erst Wichtigkeit. Und zwar, wenn Christus offenbart ist. Wenn Christus
wirklich bekannt gemacht. Wenn Christus die Botschaft ist, dann kann das Gesetz nicht mehr verdammen, dann kann die Propheten nicht mehr über die Zukunft berichten, sondern alle beide deuten auf den Christus in dir. Please, we have to be very careful, you know, not to throw away the law and the prophets, because we have come into the dispensation of Christ. You see, we have to be very careful. This is not what the message of the gospel of the gospel is actually pointing to. Es ist wichtig hier, dass wir wirklich aufpassen, dass wir das Gesetz und die Propheten nicht wegwerfen, weil wir sagen, naja, wir sind jetzt in Christus, ist das alles nicht mehr wichtig. Das ist aber nicht die Botschaft Christi. Ja, das ist nicht die Botschaft Christi. And so these two are fulfilled. Their relevance, their importance, their significance, their mission, so to speak, is actually established in the coming of Christ, in the establishment of this new dispensation called our sonship. So it is very important that now Paul tells us that the whole scripture, which is actually the law and the prophet, is now interpreted through the relevance of Christ. So Christ becomes that which interprets the other. So in other words, it gives life to these two witnesses. So the Old Testament is not to be thrown away by saying that we are now in the grace dispensation and we don't need the Old Testament. No, it is not true. You know, the Old Testament becomes more relevant. In other words, we get to have a thorough understanding of the Old Testament when we interpret through the lens of Christ, through the understanding of our sonship. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass wir wirklich darauf achten, dass wir nicht das Gesetz und die Propheten wegwerfen oder das ganze Alttestament. Denn warum? Erst durch Christus finden sie ihre Bedeutsamkeit, ihre Wichtigkeit, die Rolle bzw. das, was sie eigentlich ausmachen. Ja, findet man erst in Christus. Das heißt, Christus ist derjenige, der Leben in das Gesetz, der Leben in die Propheten einhaucht. Ja, also manche denken, naja, vielleicht sollte man das Alte Testament einfach auf das Alte Testament verzichten. Nein. Also sowohl das Gesetz als auch die Propheten, ja, die beiden machen das Alte Testament aus, plus natürlich die Psalmen. Und es ist wichtig auch zu sehen, dass alles finden ihre Erfüllung. Sie sind vollendet in Christus. Das heißt, es ist wichtig, dass man diesen Bereich der Schriften, und zwar aus dem Gesichtspunkt Christi aufnimmt. Denn warum? Es ist in Christus, dass sie nun Leben spenden, dass sie nun bedeutsam sind, dass sie nun genau das erfüllen, wozu sie da sind. And when we look into the scripture, you know, in Revelation 11, wenn wir nun die Schriftstelle anschauen, in Offenbarungsbrief 11, let me just read some few verses there. The verse number 3, it says, and I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,200 and 70 days clothed in sackcloth. Offenbarung 11, Vers 3, und da hieß es, und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen mit Sacktuch bekleidet. Amen. So here the Bible is referring to 3.5 years. Ja, also die 1260 Tage beziehen sich auf 3.5 Jahre. And we also see that within the earthly ministry of Jesus, that is the time of his baptism until the time of his ascension, these two witnesses also are presented in the person, you know, in the personification of these two characters. Number one, John the Baptist, representing the, you know, representing Moses, representing the law. You see, he was the one who inaugurated the earthly ministry of Jesus by baptizing Jesus and pointing unto Jesus. The Bible says he said that the one that comes after me is greater than me. So this was a witness. He was witnessing
to the Jews, to the Jewish age, that this is that which is greater than me, and he, everyone should heed unto. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu verstehen, dass diese beiden Zeugen, sie wurden auch nämlich dargestellt durch zwei Personen. Also als erstes ist Johannes der Täufer, der auch Jesus getauft hat und ihm einfach auf Jesus gezeigt hat. Ja, nämlich alles, was andere gehört haben, er war derjenige, der gezeigt hat und sagt, guck mal, das ist Jesus. Aber zu wem ist er nun ein Zeuge? Er ist für die Juden, beziehungsweise zu dem Zeitalter, zu dem jüdischen Zeitalter war er ein Zeuge. Er sollte darauf hindeuten, damit sie merken, okay, dieses Zeitalter durch diese Person kommt zur Erfüllung. Then we also see the culmination of Jesus' ministry when he just ascended into heaven, and there was a dispute, and there was some sort of persecution against the early church, the primitive church at the time. And we also witness one great prophet that is actually obscured, is really obscured in scripture. And this great prophet is Stephen. You see, Stephen stood before the Jews, before the Sanhedrin. So this was the second witness that was witnessing to the Jews that Jesus Christ is the Messiah, that there has been an ushering of a new age, and all that which our father prophesied from Abraham up till that very moment has been fulfilled by this one. So he stood there as the second witness. So these witnesses of Revelation 11 is significantly Moses and Elijah, and they have been personified in the character of John the Baptist and Stephen. Und deshalb ist es wichtig hier zu sehen, nämlich dass der zweite Zeuge, der auch, ich sag mal so, in einer Person erschienen ist, ist Stephanus. Das finden wir in Apostelgeschichte, und zwar 7, beziehungsweise von Vers, Kapitel 6 bis Kapitel 7, beziehungsweise auch bis 8 hinein. Denn hier sehen wir, dass es ist zwar in den Schriften so verborgen, beziehungsweise man sieht es nicht so so offensichtlich mit bloßen Augen. Allerdings, wenn man, den Verlauf der Schriften, auch wenn man sich dem Herrn hingibt und einem die Augen geöffnet werden, was geschieht, dann sieht man, dass der zweite Zeuge nämlich Stephanus war. Denn warum? Als Jesus Christus in den Himmel gefahren ist und die Urgemeinde angefangen hat, in ihren kindlichen Schuhen, was ist denn geschehen? Stephanus ist auferstanden, beziehungsweise Stephanus ist hochgekommen durch den Geist Gottes, er wurde für Christus gewonnen, und er ist auch derjenige, der Christus auch bezeugt, und zwar vor den Hohen Rat, vor den jüdischen Rat, also hier den Sanhedrin. Er hat Christus bezeugt, und nicht nur das, er hat auch wirklich gezeigt, dass Christus der Herr ist. Und zwar angefangen mit Abraham bis hin zu jener Zeit, er konnte auch einfach darlegen, dass Christus, also dass Jesus der Christus ist. Und hier haben wir die zwei bedeutsame Zeugen. Einmal Mose und einmal Elia. Und diese beiden wurden und zwar persönlich dargestellt durch Johannes der Täufer und durch Stephanus. And of course, you know what comes out of their mouth, you know, figuratively, metaphorically, you see the Bible is talking about fire, you know, because their messages wasn't something that was, you know, it wasn't pleasant. It didn't come with grace, you know. It comes rebuking. It comes, you know, calling on to the people to change their minds and all those things. And so, of course, when such message confronts, you know, come against religion, there is always an antagonistic, you know, reaction. And so this is why, you know, the book of Revelation 11 depicted as, you know, fire coming out of his mouth and everything. So it's not talking of physical fire. It's just, you know, making reference to the message that comes out, you know, that these witnesses brings. Und dementsprechend Offenbarungsbrief 11 stellt auch noch dar, dass aus diesen Zeugen Feuer ist ihnen aus dem Mund rausgekommen. Ja? Also es ist wichtig auch zu verstehen, genauso wie die Zeuge, genauso wie sie, nämlich einfach
figurativ dargestellt werden, genauso ist es wichtig, auch hier zu verstehen, dass das Feuer bezieht sich auf die Botschaft, die sie mitgebracht haben. Das war keine Botschaft der Gnade. Das war eine Botschaft, nämlich des Tades, der Ermahnung, beziehungsweise eine Botschaft, die das Volk, besonders auch diejenigen, die immer sich brüsten, dass sie das Orakel Gott haben, die haben Gottes Wort. Sie sollen sich vorbereiten, und zwar auf das, was auf ihnen zukommt. Und deswegen ist das Feuer aus ihrem Mund, war kein, sag mal so, kein körperliches Feuer. Es war kein physisches Feuer, sondern es handelt sich um die Botschaft, mit der sie einfach dem Volk, beziehungsweise mit der sie ihre Generation wirklich konfrontiert haben. Let's bring it also more in the concept of our inner life. You see, within everyone there are two witnesses within us. You see, the love and, you know, the wisdom. You see, so these two represent love, law. The law actually is not against man. The law is to bring man into a love relationship with one another. That is the essence of the law. But since man, you know, have been taken captive by his earthly mindset, by the carnal mind, you see, the law then becomes that which instead revive the sin nature, the sin tendency, you see. And also man doesn't know his path, so the wisdom path, you see, the path which points to your tomorrow becomes also darkened, you see. That is the prophetic side of man. So these two things, they are within us, and they have been suppressed, they are killed, actually, because in the book of Revelation 11 says these two witnesses dies. You see, they were killed. You see, these two aspects of our lives have been completely, you know, obliterated, exterminated by this carnal tendency. And so when you are born from above, these they become revived, they come back to life, you know, the prophetic. You see now that your tomorrow is at shore in the presence of where you have been taken into, or you've been brought into, and you realize that the law, which is to love your neighbor as yourself, becomes revived. And then you walking in that premise, you then fulfill all the 10 law, you see. So this is actually also a concept that works within man. So please, we look at it from that external workings of history, but we also see it also as that which works within us. So nun, wo wir das Geschichtliche erklärt haben, jetzt erklären wir einfach mal dieses innerliche Wirkung, denn das ist unsere Perspektive. In Menschen gibt es auch zwei Zeugen. Einmal das Gesetz und einmal die Weisheit. Nur es ist wichtig zu verstehen, dass das Gesetz im Menschen sollte auf die Liebe hindeuten. Es soll auf die Liebe hinweisen. Doch aufgrund der fleischlichen Neigung des Menschen, aufgrund dessen, dass der Mensch nämlich im Sinne des Fleisches eher gepolt ist oder eher geneigt ist, was passiert dann? Diese beiden Zeugen, also erstmal das Gesetz, der einen auf die Liebe hindeuten soll, wird ausgelöscht. Ja, also so wie es in Offenbarung steht, die beiden Zeugen wurden getötet. Das heißt, dieser Hinweis auf die Liebe wird ausgelöscht, genauso wie auch den Pfad, womit man auch morgen erkennen kann, womit man auch so Künftiges erkennen kann. Das wurde auch gelöscht, denn warum? Dieser Pfad ist dafür, die Weisheit ist dafür da, damit wir uns unseren Weg durch die Zukunft navigieren können. Doch erst in Christus, das heißt, wenn Christus in einem aufersteht, wenn Christus in dem Menschen wirklich wieder, sag mal so, wenn der Mensch zu Christus in sich wach wird, was geschieht denn? Dann plötzlich ist der Hinweis zur Liebe wieder hin. Da funktioniert man nach dem Gesetz, liebe deinen Nächsten deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Prophetische, sprich diesen Hinweis auf die Zukunft, und zwar die Zukunft jetzt. Dieser Hinweis ist wieder lebendig. Man ist in der Lage, das zu sehen, was andere erwarten, das kann man im Nun, das kann man in der Gegenwart schon, und zwar beanspruchen und genießen. So these two aspects, they have been revived, they are alive in you today. Also diese beiden Bereiche, die sind in dir heute in Christus
und zwar lebendig gemacht wurde. So the moral law of Moses has become the law of love. Ja, also diese moralischen Gesetze von Mose, die 10 Gebote und so weiter beinhalten, sie wurden nun zum Gesetz der Liebe. You see, so sin taught it will kill that, you see, but Jesus, the coming of Christ, you see, the power of the Christ has birthed back, has revived that again in you that believes. Denn die Sünde ist davon ausgegangen, dass er nämlich dich, nämlich diesen, also ich sag mal, diesen Teil des Gesetzes töten bzw. vernichten würde. Aber durch die Erscheinung Christi, was ist passiert? Da ist das Gesetz zur Liebe wieder, also sag mal so, also wirklich hochgekommen, erneut da. When we talk of the prophet is a sage. You see, the Peter records the ministry of the prophet. He says the prophet search, you know, diligently. You see, to know. You see the grace that is to come. You see, so the prophet was those people or that element, the prophetic within you is that element which always look onto the future, you know, for the fulfillment of that which is better for you, that which will bring fulfillment and joy. But when Christ comes, you know, please, I want us to understand, when Christ then is born within you, what happens? You see, you don't look live now in the future. You don't look at, when I say life, you don't look at your fulfillment. You don't look at that which satisfied you in the future. You realize that it has come to the present. So it has been now revived again. The sin taught that it has, you know, terminate it or silence it. But when you awaken back into your sonship, you realize that, wow, you know, you're not only this element of love, you're not only this person that loves, but you realize that all that which you want to be, you are already. You see, so this is the other side of that witness which has been revived according to the account, Revelation 11. Denn wenn wir Petrus anschauen, in 1. Petrus 1,10, da sehen wir, dass die Propheten, sie waren Forscher. Die haben gesucht, nämlich zu welcher Zeit, also auf welcher Art und Weise der Geist der Gnade in ihnen wirklich zur Erscheinung tritt. Und genau das gibt es in uns heute. Es gibt in uns dieses Forschende, ja, dieses Prophetische, was nach der Zukunft sucht. Und nach dem, und zwar Zukunft warum? Und zwar Zukunft auf was Besseres sucht. Aber hier ist die Situation. Als Christus nun auferstanden ist, sprich Christus ist in dir geboren, da ist dieses Forschen nach der Zukunft wirklich zur Gegenwart gekommen. Wir brauchen nicht mehr in die Zukunft forschen, denn warum? Alles, was man in die Zukunft suchen sollte, ist einem in die Gegenwart offenbart worden. Das heißt, mit der Erscheinung Christi ist das, was verborgen war, offenbart. Und nicht nur irgendwann, sondern jetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass man das begreift. Dieses Forschen hat mit Christus ein Ende, sondern es ist jetzt nur noch das Offenbar. Es ist nur noch die Wahrnehmung von dem, was Christus offenbart. Was man nun wirklich als prophetische, beziehungsweise als das, was in einem das Suchende, beziehungsweise dieses Forschende ist. Doch man forscht, und zwar in der gegenwärtigen Erfüllung. So please hold on to this inner interpretation that will help you, you know, to come into the fulfillment of that which the Holy Spirit, you know, is working within you. Und deshalb haltet bitte diese innerliche Deutung von dem, was der Heilige Geist in dir und in euch wirkt, denn das bringt euch voran.